Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X in der HD Remastered Version. Ja, im letzten Part haben wir die Junaline gerettet und haben das Blitzballturnier gewonnen. Und da ich direkt nach dem Turnier gespeichert habe, werdet ihr nun sehen, was sonst noch so passiert. Ja, ich kenn's schon. Ist für mich ja kein Blind, aber für euch kann es neu sein, deswegen let's go im Startbildschirm an sich. Damit ich bloß nichts vergesse, euch zu zeigen. Wacker ist platt. Und der hat nur ein Viertel Spiel gespielt. Und noch nicht mal ein Tor gemacht. Na, ihm scheint es recht gut zu gehen. So viel zum Thema, es geht ihm gut. Was suchen Viecher hier drin? Mag sich so manch einer fragen. Wackers Ekstase halt einfach nicht, deswegen werde ich sie auch nicht nutzen. Und ja, jetzt ist das Verschwendung, aber nichtsdestotrotz setze ich die Ekstase von Tidus ein. Das Vernichten war jetzt nicht wichtig. Tidus schaltet halt neue Ekstasen dadurch frei, dass er seine eigene Ekstase oft genug einsetzt. Genau deswegen habe ich sie direkt als möglich auch direkt eingesetzt. Eingesetzt, ich weiß, ich glaube nicht. Critical Hit. Das ist echt der Witz. Hat nichts im letzten Part darauf hingewiesen, dass jetzt so ein Kampf auftauchen könnte. Wieder ein Crit. Schön. Jetzt fangen die echt an zu critten. Reicht's jetzt oder? Boah. Keine Lust irgendwie gegen zu sein, ganz ehrlich. Deswegen ziehe ich einfach so durch. Mit der Hoffnung, dass ich mich nicht verkalkuliere. Das fängt langsam an zu nerven. Wisst ihr was? Ich zeige sie euch doch mal, die Zombola mit Element T. Ja, könnte tatsächlich was bringen. Jetzt immer A drücken. Okay. Im Idealfall hätte ich jetzt dreimal dasselbe gehabt, um ein Element zu haben. Na, zumindest geht's weiter mit dem Kritten. Jetzt fängt es an zu nerven. 4 gegen 2 dauerhaft. So, jetzt muss es aber mal. Vielleicht soll ich auch gucken, ob Wacker irgendwie eine Blitzwaffe hat.
Glaube ich zwar nicht dran, aber mal schauen. Nee, nur Kälteschlag und durchschauen. Aber jetzt haben wir es down. War's das jetzt oder kommt noch mehr? Und wo kommen die Viecher her? Na, lass mal nach oben schwimmen, wir brauchen langsam wieder Luft. 24 Kraftsphärien, da hätte ich natürlich auch ein paar Ability-Sphärien rausholen können. What's happening? Ja, habe ich mich eben schon im Wasser gefragt. Oh, also. Steht da ganz gechillt. Nun grinst sich eingefühlt. Oh, das Schwert mir gefällt mir. Und so viel zum Thema Einarmen. Was hast du für Text? Kraftbrecher und normalen Angriff. Weiter geht's. Wo die Viecher herkommen, wissen wir aber immer noch nicht. Auron! Sir Auron! So, you do know him? Yeah, best guardian there ever was. Aber Trilus hat auf jeden Fall einen Bekannten getroffen. So, und das Vieh ist wieder lustig. Ist es blind, landet es kaum. Und genau das ist das Problem. Jetzt wird es wirklich zum Problem. Ich hätte sie doch hochheilen sollen. Aber ich bin jetzt Feder, ja. Auf Wacker. Na, wenn ich auch mal dabei bin, ne, dann machen wir noch eine Phoenix-Feder raus. So, blind hier. Ihr habt's gehört, ich kann nicht wechseln. Ich muss mit diesen dreien kämpfen. Kraftbrecher, Safety First. Und Chidos macht das schon. Ich hoffe, ich brauche nicht noch weiter hochheilen. Immer noch den Instant Gepard. Das lügt schön. Wacker, du bist der Beste mit dem Gegner blind machen. Der ist noch immer blind. Das heißt, eine Runde habe ich noch. Aber hier werden wir jetzt fürs eigentliche Spiel vorbereitet. Was sagt ich? Mit Statusgeschichten werdet ihr arbeiten müssen in Zukunft. Also Tutorial ist noch nicht vorbei. Aber es kommt nicht mehr viel zu Tutorial. Eisbombe und Kraftsphärien, ja. Och nö. Hey, give me a break. Ah, Seymour. Der vorgestellt worden ist. Was machst du denn Schönes? Wie eine Beschwörung. Hm.
wir unsere Probleme haben, knallt diese Bestie voll durch. Und rettet den Tag. Simon brauchte wohl einen großen Auftritt, wa? Oh, noch nicht mal ins Spitzen gekommen. Und wir durften schon zwei Phönixfedern einsetzen. Natürlich speichern wir das ab. Warum auch nicht? Dann seht ihr eventuell mal... Tatok. Jetzt seht ihr, wie lang ich nicht gespeichert hatte. Oder wann ich die letzte Aufnahme gestartet habe. You're really leaving, Captain? Shouldn't you heal up first? Yuna needs me with her now. I can't be lying around in some bed. Yeah, but... Come on, look sharp! The Blitz season just started. Don't make those faces, yeah? Well, see ya, boys. You be good. Captain. I can't hear you. Captain! Are you sure? Never liked long goodbyes anyway. Sorry for making you wait, Yuna. I had some promises to keep, yeah? From now on, I'm your full-time guardian. Then welcome back, Sir Waka. Good to have you with us. Hey. It's good to be back, yeah? So, any news on what happened? Not really. Aber gute Frage. We don't know where the fiends came from. Maester Micah is safe and sound, thanks to Maester Seymour. That's about it. Maester Seymour's Aeon, it was so powerful. Oh yeah. Das war es. Hey you, don't just stand there! All of this is your fault! Getting swallowed by Sin, ending up here in Spira, not being able to go back to Zanark, and everything, everything! I'm telling you, it's all your fault. Und er steht da ganz gelassen. Und lacht sich ein, ja, richtig geil. Erklärung bitte. Who are you anyway? You knew my old man, didn't you? Yeah. And you also knew Yuna's father? That's correct. Hey man, there's no way. That's just impossible. Nothing impossible about it. Jekt, Braska, and I... Together we defeated Sin 10 years ago. Then I went to Zanarkand, where I watched over you. So that one day, I could bring you to Spira. Why did it have to be me? Jekt asked me to. Is he alive? It depends on what you mean by alive. He is no longer human. But then, I felt something object there in that shell, couldn't you? Preston. You must have felt him when you came in contact with Sin. Ja, und die Übersetzung hat gespoilert. It can't be. Also das Englisch hat gespoilert. It is. Sin is Jekt. So, und jetzt die deutsche Übersetzung. Hat's revealed. No, that's ridiculous. No way. I don't believe you. But it is the truth. You'll see for yourself.
Come with me. If I say no? Every story must have an ending. Now, I don't care about your stories! I see. Sorry you feel that way. Fine, then. Come or don't come, it's your decision. Ja, Peters könnte jetzt auch hier bleiben und einfach Blitzball spielen. You tell me it's my decision. But I don't have a choice, do I? You're the only one who can tell me what's going on anyways. I have to go with you. I have to. Stehen genommen richtig. Irritating. I know. Or are you afraid? It's all right. Auron. Will I ever go home? Back to Xanarkand? That's up to Jekt. I'm going to offer my services to Yuna. Come. Ja, und damit hat das Spiel mal wieder gesagt, was unser nächster Schritt ist. Ich glaube, hier war ich schon. Aber hey, Tidus, der kriegt seine Vergangenheit wieder offenbart. Und Endresultat ist, ja, mach einfach so weiter, wie du es eh schon machst. Geh mit Yuna mit. Toll, oder? So, das war jetzt nur zum kurzen Speichern, zum Vollheilen. Falls wir nicht automatisch vollgeheilt worden sind. Safety first und so. Und eventuell wird das ein One-Taker, ich weiß noch nicht. Ja. Monsterüberfall? Was soll damit sein? Ist doch keine große Sache. Die Leute werden schnell wieder vergessen. Die haben eh nur Blitzball im Kopf. Die haben einen Blitzball im Kopf? Was sagst du? Ein Freund von mir wurde von den Monstern schwer verletzt. Das ist nicht mehr lustig. Ja, glaube ich dir. Natürlich quatsche ich die Leute auch zweimal an. Ich kann das nächste zu mir kaum erwarten. Ja, glaube ich dir auch. Was hat es eigentlich mit den Monstern im Stadion auf sich? Niemand weiß es. Sie sollen aus dem Nichts erschienen sein. Wenn Sir Seymour nicht eingegriffen hätte, wären wir jetzt alle... Wir danken, Primo Simo. Ja, verdanken unser Leben, ja. Verdank du mal. Sagst du noch was anderes? Die Monster waren eine böse Überraschung. Aber da war noch was, das mich umgehauen hat. Der Pokalsieg der Aurochs nicht? Ich kann es immer noch nicht glauben. Ach ja, stimmt, dazu wollte ich auch noch was sagen. Wenn man dieses Spiel nicht gewinnt, dann hält Wacker nicht den Pokal in der Hand, dann hält er etwas anderes in der Hand. Und nein, ich habe nicht vor, es euch zu zeigen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es in einem anderen Let's Play geschafft hatte, den Sieg zu holen. Könnt ihr ja selber mal nachgucken bei der PS2-Version. Die Bestie von Prima Simo war phänomenal. Kein Wunder, dass er so jung schon zum Primas ernannt wurde. Naja, das hatten wir schon. Und... Soll ich ein Interview geben? Habt ihr vielleicht neue Infos über die Monster, die im Stadion waren? Es gibt zu wenig Material zum Senden. Wir haben jeden gefragt, aber niemand weiß was. Oh, schade. Gratuliere zum Pokal, beside Aurochs. Ich habe alles im Kasten. Nun, wie soll ich sagen? Ich hätte nie gedacht, dass ihr gewinnen würdet. Na, das sagt wohl niemand. Okay. Gibt allgemein nichts Neues. Dank der Bestie von Prima Seymour hielt sich der Schaden in Grenzen. Es ist wahrlich der Segen Jerons in Person. Ja, ist klar. Was sagst du dazu? Die Bürgerwehr scheint einen zwielichtigen Plan auszulegen. Sie soll sich mit den Albert verbündet haben. Ja, die ja eh nicht so beliebt sind.
Stimmt es, dass die Fähre außer Betrieb ist? Man sagt, dass sich Sin irgendwo draußen auf See aufhält. Niemand weiß wohl, wann wir wieder nach Kilika können. Die Bürgerwehr meint, dass sie Sin besiegen könnte, aber ich bin da skeptisch. Ja, welchen seiner Stelle auch? Was sagst du? Ich hoffe, dass das Medium was dagegen unternimmt. Ja, hoffen wir es mal, dass Yuna was machen kann. So ein anderes Medium muss ja nicht sein. Ich könnte jetzt auch mit allen nochmal quatschen. Aber irgendwie macht das dann doch weniger Spaß. Wir haben für eine Weile geschlossen. Mein Chef wurde von einem Monster gebissen. Das kommt davon, wenn er mich hier sitzen lässt, ohne mich ins Stadion geht. Klar, du hättest ihn beschützt oder hättest du dich als Monsterfutter angeboten? Sie hätten mich ruhig anknabbern können. Das Spiel hätte ich trotzdem gern gesehen. Er hätte sich tatsächlich als Monsterfutter angeboten. Okay. Bevor hier noch mehr komische Sachen rauskommen, marschiere ich einfach durch. Eventuell verpasse ich jetzt auch irgendwas Wichtiges, aber egal. Sir Oren knows him apparently. You were right. He did meet someone he knew. Do you think he'll find a way back to Xanarkand? In any case, I'll miss having him around. Wenn's noch Oren geht, he's still in town, isn't he? I think I'll go see him. Oh. Whoa. Sir Oren. Ja, also was sagen würde, komm mit Trauerkloß. Yuna. Sir. I wish to become your guardian. Do you accept? You're serious? You refuse? No, no. We accept, right everyone? Of course. No problem at all. But why? I promised Braska. You promised my father? Thank you, Sir Oren. You're welcome to join us. And he comes too. Hi, guys. Howdy. This one I promised Jekt. Is Sir Jekt alive? Can't say. Haven't seen him in 10 years. I see. You'll meet eventually. Yes, I'm looking forward to it. What's our itinerary? Where are we headed? Hey, come with me. Ist auch geil. Oren kommt an und haut einfach mal so raus. Ja, ich komme jetzt mit. Und den Kacknoob da, den schleppen wir auch mit. Ob ihr wollt oder nicht. Ich habe Versprechungen abgegeben und ihr haltet euch dran. Und alle nicken nur und sagen, ja, klar. Passt schon, deine Intentionen, die sind nachvollziehbar. Passt schon, komm mit. Keine Ahnung, ob du uns irgendwie in den Rücken fallen möchtest oder nicht, aber ja, passt, komm mit. Und Yuna wollte mit uns sprechen, dann machen wir das. Hey, watch. Da. Hey. You got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hmm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling. When I'm feeling sad, you know. I know it's hard.
Yeah. I understand. I think. Right. Now let's see what you can do. Huh? Come on. Tja, sie musste pfeifen lernen und du musst jetzt das Lachen lernen. Oder lächeln lernen. Und das kann ich so nachvollziehen. This is weird. Next, try laughing out loud. What? Come on, show me. Selbst das Gekünstelte kann ich nachvollziehen. Was die sich nur denken müssen. You probably shouldn't laugh anymore. Einfach Schwachsinn machen, dann kommt ein richtiges Lachen von alleine. Ist oft so. Too funny. It was your idea. Thank you. Wofür? I want my journey to be full of laughter. Okay. Ach so, fürs Blödsinn machen also. We should get separated. Just whistle. I'll come running. I promise. Hm. Well, let's go. What are you looking at? We were just worried you guys might have gone crazy. Sorry. Well then, all right. Now, we will go to the temple at Jose. And guardians, don't forget to smile. Na, von wegen, ich bitte um Schutz. Don't forget to smile. Finde ich auch. Ist interessant. Auf einer Seite wird gequatscht, hey, vergesst nicht zu lachen. Und die richtige Übersetzung ist, hey, ich bitte um euer Schutz. Tja, und wie ihr seht, wir haben eine weite Ebene vor uns. Dies ist mein Dank an das Medium, bitte nehmt es an. Na, HI Potion, ja, schön. Die Bürgerwehr zeigt rege Aktivitäten. Ja, wir werden uns hier auf jeden Fall allgemein umsehen. Aber ich speichere jetzt... Achso, Level 2 Speichersphäroid haben wir jetzt. Der dafür sorgt, dass wir das Scout-System haben. Das wurde jetzt freigeschaltet. Damit können wir Spieler anwerben, wenn wir entsprechende Charaktere treffen. Und wir können jetzt ins Blitzballstadion tatsächlich Blitzball spielen. Und darüber Wakas andere Ekstasen freizuschalten. Und noch ein bisschen mehr, dazu werde ich eventuell sehr, sehr viel später kommen, zu dem Thema. Und ich spiele auch mit dem Gedanken, Final Fantasy X ab einem gewissen Punkt als Streams zu machen. Und die dann einfach mit in die Playlist rein zu klüppeln. Für die Leute, die das Spiel kennen, die wissen ab welcher Stelle, für die, die es nicht kennen, verfolgt einfach das Let's Play, ihr werdet es mitkriegen. Aber ich speichere trotzdem an der Stelle. Und ihr kennt mich also alle halbe Stunde in so einem Part. Drücke ich gerne mal diese Taste und mache dann ein bisschen Toilettenpause etc. pp. Also, Minicards, ich hoffe, er fällt vom Ton nicht so auf.
So, weiter geht's. Und ja, ab jetzt wird es halt tatsächlich in-game sehr, 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 sehr viel lustiger. Oh, eine Garde. Hiermit könnt ihr das Medium besser schützen. Stichlanze. This is a statue of Lord Mihen. 8 centuries ago, he founded a legion known today as the Crusaders. In just a few short years after their founding, their ranks grew throughout Spira. The Maesters of Yevon feared an uprising and accused them of rebellion. So Lord Mihen walked along this very road to go face their charges and refute them. He succeeded in winning the Maester's trust, and his legion became an arm of the Yevon clergy. It was then that Yevon gave them the name Crusaders, which they have kept ever since. And the rest is history. Naja, was wir kennen und was nicht, steht definitiv immer auf zwei verschiedenen Seiten geschrieben. Hast du noch was anderes zu erzählen? Although this is a high road, fiends do appear. Be on your guard. Okay, dann passen wir Although auf. This is a high... Ha! That one looks slow. It's also tough. Let me handle this. No way! I can take it! Ha! What the? Exakt. Oren hat es doch gesagt. Und ich sagte ja auch, Tutorial geht weiter. I could have done that. Das Tutorial ist aber längst noch nicht am Ende. Bitte benutzt dies, werte Garde. Hast du noch was? Ja, wo bleibt der bloß? So, und jetzt ist Oren nicht mehr zwangsweise mit drin. Okay, so weit, so gut. Juna, dich brauche ich aber definitiv noch lebendig. Ifrit. Schön, dass Jonas jetzt Straßenleiste voll ist. Na komm, hauen wir erstmal mit Schwarzmagie den Freezer hier weg. Na, nicht entfernen. Du kommst jetzt erstmal wieder zurück. Weil mit dem Ekstaseleiste vollkriegen möchte ich auch Wallfahres auch noch. Oh yeah. Baka oder... Ah nee, Lulu. Du darfst auch was machen. Was Untypisches für dich. Nämlich eine HI-Potion einsetzen. Hätte ich lieber mit Tiros gemacht, aber egal. Darfst du jetzt mit Kemari wechseln und Kemari darf einfach nur verteidigen. Normale Beschwörung für Wallfahrer. Alle Zauber auf Stufe 1 hatten wir ja schon, Schallschwinger. Das funktioniert. Mit dem Flügen. Ja, könnte ein bisschen dauern, bis ich mein Ziel durchhabe mit Walferes Ekstaseleiste voll. Aber dann, Wunder- und Kraftsteroid.
Ich muss mich hier immer wieder ein bisschen umgucken, weil ich hier auf der Straße gerne was verpassen kann. Hey, I'm a guardian now, so watch out. Ja, eigentlich kennt ihr mich, ich lasse jeden einmal ranhitten. Aber ich will wirklich einfach nur, weil Faris Ekstaseleiste voll haben. Schallschwinge funktioniert in dem Fall nicht. Und dieser Hund könnte eigentlich Blitz gebrauchen. Ja, nicht Blitz, er blind gebrauchen. Greift er überhaupt an? Oder mag der Hundeinheiten gar nicht zum Angreifen? Ganz ehrlich, ich habe dann doch kein Problem, wenn ich so jetzt bei der Fahrt Leiste nach und nach voll kriege. Das war jetzt nicht das, was am Kampf, was ich mir vorgestellt habe, aber die Lebensleiste von Walfahrt bleibt ja auch, glaube ich, voll, was mir auch sehr gefällt. Ability-Steroiden. That's the point, warum es bei Wacker jetzt nicht mehr wichtig ist, dass er Ability-Heap hat. Ich kann hier auf der Straße tatsächlich etwas trainieren und Steroiden hier reinziehen. Nein. Ups. Egal. So, jetzt darfst du beschwören, wie wieder weiter ist. Wir wissen ja, dass Walfaris alle Elementartypen auf Stufe 1 hat. Das heißt, dieses Teilchen weiß platt machen ist gar nicht das Problem. Dankeschön. Schwarzmagie, Feuer, let's go. Jonas Ekstaseleiste voll, Walfarus Ekstaseleiste voll. Also das, was ich unbedingt geschafft haben wollte, habe ich geschafft. Mit dir hatten wir schon gesprochen, mit dem OP auch. Juna, dich brauche ich jetzt nicht mehr. Alright. Danke. Oh, komm, Tidus, hau einmal drauf. Kimari, du auch. Raka. Bring it on! Lulu. Jetzt bin ich wieder ein bisschen auf XP für die Gruppe grinden. Auch wenn das jetzt nicht mein Ziel ist. Buckler. Zahlen wir uns einmal komplett hoch. Dankeschön. Na, nochmal ein Save. Einmal Sage speichern. Und hier rüber. Da haben wir uns natürlich noch nicht umgeguckt. Lou, I'll show you what I can do. Go ahead. Ja, Oren will angeben. Nicht Oren. Wacker will angeben vor Lou. Soll das tun? Hat er gemacht. Er hat seine Arbeit erledigt. Ach komm. Jetzt darf Lulu auch angeben.
so von wegen, hey Wacker, du bist nicht der Einzige, der hier one-hitten kann. Und vor lauter Eifersucht vergiss ich die XP und Tidus darf nachziehen. What did I tell you? You're a modest one. Als ob Lulu mir zugehört hätte. So, aber hier, ja, ist noch irgendwas. Da bin ich mir eigentlich recht sicher. Verdammt! Habe ich das jetzt geskippt? Ich will ja nicht zu deutlich werden mit der Sprache, aber es ist durchaus möglich, dass ich hier richtig schön reingeschissen habe. Feuerviecher, die können explodieren. Das heißt, die nerven mich extrem. Und ja, eigentlich stand da vorne jemand. Und die Person ist jetzt despawned. Scheinbar zumindest. Ich gehe mal einmal zurück. Und klar, ich nehme das Training mit. Ah, doch, genau jetzt machen. Wobei ich eh was vergessen habe. Egal, kann ich. Das kann ich nachholen, aber das andere nicht. Den Speicherstand, wo ich das hätte kompensieren können. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Bug ist, ein Feature, whatever ist. Aber nö, steht hier nicht mehr. Super. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob ich es nachholen kann. Damn. Also wenn irgendjemand weiß, ob das, was da eigentlich wäre, nochmal wiederkommt und ich es nachholen kann, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Das wäre mich jetzt wirklich übel, wenn ich das verpeilt hätte. Wie gesagt, schreibt bitte in die Kommentare, bevor ich es auf harten Art rausfinden muss. Ich bin jetzt gerade ein bisschen perplex. Ich bin jetzt so perplex, dass ich an der Stelle einfach nur Sphärobrett-mäßig ein bisschen verteile. So weit wie möglich. Dann werde ich nochmal abspeichern. Und warte auf Kommentare. Naja, nicht bewegen, benutzen. Das möchte ich schon noch mitnehmen. Egal was es ist. Nein. Bewegen. Komm mal. Ich möchte gern da. Hoch. Kann ich aber nicht. Ich kann nur so weit zurück. Okay. Oren. Kannst du ein bisschen HP kriegen. Die einzelnen Rollen von den Leuten werden noch früh genug klar. Ja, bei Yuna sollte es jetzt schon klar sein. Beschwörerin und Heilerin. Da brauche ich nicht groß was zu erzählen. Wacker ist an sich so ein Support-Charakter. Das hat man jetzt auch schon gesehen.
Minecraft. Habe ich alle durch? Nee, Tidus noch nicht. Bewegen. Erstmal bis hier hin. Ich möchte ja nicht unbedingt was auslassen. Benutzen Zeit. Na, einmal bewegen geht noch, um was zu benutzen, was Sinnvolles. Reflex. Jetzt müssten alle durch sein. Ja. Speichern. Überschreiben. Hm, ja. So muss ich wirklich hier über 2 Stunden nachspielen, um euch das eine zeigen zu können. Fände ich jetzt nicht so prickelnd. Also da mit der Ecke. Ich werde den Part jetzt auch mal ein paar Minuten eher beenden. Damit das hier hängen bleibt. Wie gesagt, wenn ihr wisst, ob da die junge Dame nochmal irgendwie auftaucht, währenddem ich irgendwas mache oder da irgendwas dafür machen muss, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ansonsten schreibt mir einfach in die Kommentare, hey, du hast Fersch oder du hast Ferk. Ich spreche es nicht aus, aber ihr wisst in beiden Fällen, was ich meine. Schreibt mir einfach was Entsprechendes in den Kommentaren. Danke und bis zum nächsten Mal. Nebenbei, den nächsten Part drehe ich auch erst in 2 Tagen ab. Das heißt, ihr habt nach dem Release von diesem Video noch einen guten Tag Zeit, um mich mit Informationen zu versorgen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.